Moin, ihr Lauser, und herzlich willkommen bei Krachmogger TV. Ich bin Ernie und draußen bleibt es weiterhin kalt, ne? Aber da hilft es auch nicht, den Ofen aufzudrehen oder Holz an der Heizung zu schmeißen. Da stehst du am besten den ganzen Tag unter der heißen Dusche und trinkst Tee, ne? Und das ist auch so ein bisschen das Problem mit der letzten Folge und der heutigen gewesen. Ursprünglich habe ich geplant, da zwei so komplett separate Shows draus zu machen. Das eine Wochenende gehe ich in den Wald, sammle ein paar Bands zusammen, die schön zu dieser Waldatmosphäre passen, und heute geht es um Black Metal, Eis und Schnee. So. Da er da letzte Woche gefroren hat und wir auf Packeis übernachten mussten, das konnte auch keiner ahnen. Und so habt ihr natürlich berechtigt nach Bands gefragt letzte Woche, die ich wahrscheinlich alle heute nennen werde. Aber dazu kommen wir gleich. Vorher nochmal. Am Freitag, Samstag, am 9. und 10. März, jetzt in Hamburg, in der Markthalle und im Marx, findet wieder das Hellover Hammerburg statt. Ich bin dabei mit Kamera, werde ein bisschen was drehen, gucken wir mal, was draus wird. Geile Bands sind auch dabei. Masters Hammer freue ich mich richtig drauf. Atlantean Codex sind dabei. Venenum hatte ich schon in Leipzig gesehen, freue ich mich auch drauf. Ulta, was hatte ich hier noch? Genau, Visigoth hatte ich heute das erste Mal reingehört. Auch richtig geiler Heavy Metal. Und E-Force spielen wohl Voivod-Songs. Da kann man auch drauf gespannt sein. Und das andere ist, ich habe hier mal bei Abglanz Siebdruck mir ein T-Shirt bestellt. Mach jetzt mal ein bisschen Werbung für, schön begeistert. Er hat ein paar tolle Motive da im Shop. Guck doch einfach mal vorbei. Heute dreht sich alles um Black Metal, bisschen Ambient. In Verbindung mit Eis, Schnee, Frost, Winter, Kälte. Für wen Black Metal jetzt gar nichts ist, muss ich zugeben, wird das wahrscheinlich heute nicht ganz so ergiebig werden. Und bevor ich jetzt loslege mit dem ersten Album, möchte ich euch ein Cover-Artwork präsentieren, welches vermutlich der Inbegriff von all dem ist, was ich hier heute vorstellen möchte. Messiah Extreme Cold Weather. Guckt's euch an, wisst ihr, im Grunde genommen habe ich alles gesagt. Ende für heute. Das ist gut. 1996. Markus E. Norman, den kennt ihr von Bewitched und von Nagelfar in Schweden. Hat schon großartige Alben aufgenommen, aber mit Ancient Wisdom for Snow Covered the Northland ein Meisterwerk rausgehauen. Dieses Album, es war nicht nur die Initialzündung, zu sagen, ich mache hier eine Show über Black Metal, bei dem es um Schnee und Eis geht. Dieses Album. Es lebt diese Atmosphäre. Es klingt, als ob du tief, guckt euch das Cover-Artwork an. Es klingt wie das Cover-Artwork. Du stehst im Wald. Es ist dunkel, es schneit. Du stehst nicht auf einer freien Fläche. Du stehst wirklich in diesem dumpfen, das ist ganz wichtig, so ein matschiger auch nicht, aber ein stumpferer, schwammiger Gitarrensound. Ein Gesang, der wie ein Schneesturm klingt. Und ganz vereinzelte Keys nur. Großartig. Es ist wirklich Dunkelheit im Wald. Der Schnee fällt auf dich herab. Es ist reinhören. Wir bleiben in Schweden und wir bleiben auch im Jahr 1996, was ja ganz unbestritten das Jahr für Black Metal gewesen ist. Sacramentum, Far Away from the Sun, Göteborg. Muss ich da überhaupt noch irgendwas zu sagen? Wo For Snow Covered the Northland noch von einer sehr verwaschenen, passenden, atmosphärischen Produktion lebt, hat die Sacramentum schon eine etwas druckvollere Produktion. Und was die Schweden können, das sind Melodien. Diese kalten Melodien, dieser klassische, denkt auch an In Flames, an das Yesterday-Album, was ja unbestritten, wahrscheinlich, wenn nicht von der Band das Album, aber ein Meilenstein in dem Genre überhaupt ist. Und ganz klar, das gehört dazu, schön Hall auf dem Gesang. Also Sacramentum, Far Away from the Sun ist, wir bleiben jetzt noch für zwei weitere Alben in Schweden, ein besser produziertes, aber ganz klassisches, typisches Mid-90er-Schweden-Album mit einer tollen, kalten Atmosphäre. Winterland, Welcome My Last Chapter. Hier haben wir es
praktisch mit klassischem, melodischem Schweden-Black Metal zu tun. Im Vergleich jetzt zu Sacramentum, wo schon die Produktion etwas besser war, geht es hier wieder einen Schritt zurück. Mehr auf Atmosphäre, etwas schwammigere Gitarren, alles noch ein kleinen Ticken dünner. So dieses, ich bin jetzt halt kein Produzent, ich kann das leider nicht technisch beschreiben, aber wenn der Sound halt wieder etwas dünner wird, dann hast du dieses Schneidende, dann hast du diesen kalten Sound eben mehr drin. So, und Winterland ist ganz klar was für Leute, die auch Dissection mögen. Und es ist auch für Leute wie mich was, die mit Dissection nicht ganz so viel anfangen können. Ich habe länger darüber nachgedacht, woran liegt das? Warum gefällt mir dieses Album jetzt, aber warum kann ich mit Dissection nicht so viel anfangen? Dissection sind einfach nochmal ein Ticken anspruchsvoller natürlich. Es ist grandiose Gitarrenarbeit, die dort geleistet wird, und bei Winterland hier ist es alles ein bisschen schlichter. Es lebt von seinen Blastbeats, es lebt von seiner Atmosphäre und natürlich von seinen großen Melodien. Und wie ich schon sagte, die Schweden, die können das. Musik lebt ja auch immer davon, woher die Musiker kommen. Also es gibt Ausnahmen natürlich, aber im Großen und Ganzen kannst du manchmal schon am Sound oder an der Art der Musik bestimmen, wo die Leute herkommen. Ja gut, und Skandinavien ist ja nun mal einfach ein Land, wo nicht 365 Tage hintereinander die Sonne scheint. Und das wird Einfluss haben und das wird diesen Melodien immer so dieses leicht, ja, was kann man sagen, episch, kalte. Ja? Ja, was ist denn das eigentlich hier mit der kalten Jahreszeit? Wenn es draußen anfängt, immer kälter zu werden, wenn der erste Schnee fällt, wenn draußen alles weiß ist. Ich sage ja ganz ehrlich, ich bin eine Frostbeule. Und am liebsten sitze ich zu Hause dann, wenn es schön warm ist. Und eigentlich mag ich auch viel lieber Sommer. So, wenn es dann im Sommer viel zu warm wird, bin ich auch am Rumjammern. Aber das Tolle, das habe ich auch erst kennen und lieben gelernt, als ich hier aufs Land gezogen bin. Das ist, wenn es geschneit hat, wenn alles weiß ist und du durch den Wald oder über die Felder läufst mit den Hunden und es ist still. Es ist nochmal eine ganz andere Stille. Es ist so, als ob alle Nebengeräusche, die du sonst so hast, vom Schnee gefressen werden. Und da hast du eine ganz spezielle Atmosphäre und die, ja, nachdenken kann man eigentlich in allen Situationen. Ich bin auch schon durch die Großstadt gelaufen und hatte hier Merzbo auf dem MP3-Player. Das geht auch, ist aber was anderes. Und auf dem Land und alles weiß. Na, ich weiß nicht, selbst in der Stadt, selbst in der Großstadt, bevor alles totaler Matsch wird, da ändert sich was, ne? Wager Winter, Frostfurt, ist auch von 1996. Die sind damals bei Invasion Records gewesen und die Älteren werden sich daran noch erinnern. Invasion Records hatten immer recht amüsante Mailorder rausgebracht, wo sie teilweise die Bands einfach beleidigt haben, so unter anderem Mortis. Da haben Fermenting in Nats ein Album rausgebracht über Invasion und Invasion hatte wohl gesagt, so komm, wir gehen zu Mortis und der macht euch da ein Intro und ein Outro. Hat er auch, hat aber wohl irgendwie nie Kohle oder CDs dafür gesehen. Das Ganze dann halt auch nach außen kommuniziert und wurde dann fortwährend von Invasion dann in den Mailordern beleidigt. Aber zu Vager Winter. Dieses Album lebt von so einem, das ist also, ich habe mal gelesen, dass das auch schon unter Pagan läuft. Ich kann mir vorstellen, warum. Für mich ist es in erster Linie noch Black Metal, hat aber so diesen Umter-Umter, also in etwas schneller, diesen Umter-Umter-Rhythmus und teilweise Melodien, die doch schon arg sehr in dieses, ja, ich finde, in dieses Pagan-Kitschige gehen, aber immer nur so knapp so am Rand. Also für die Zeit so, das ist schon eine Top-Sache. Vager Winter, Frostfurt, definitiv ein Album, was in diese Liste reinpasst. Für mich kein Klassiker, aber ein kleiner Geheimtipp wahrscheinlich. Sawhin,
Idet Glimdrante, Römpömpöm. Auch Schweden ist ein Album, das passt nicht so richtig thematisch in die heutige Sendung, aber irgendwie dann doch. Dieses nebulöse Cover-Artwork, wieder wesentlich besser produziert und ganz tolle Melodien. Mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Also das ist, haben wir noch irgendwie was aufgeschrieben? Ja, klassisch schwedische Melodien mit Tempo und einfach eins von diesen Alben, ist das jetzt auch, ja gut, 1997, aber auch wieder so ein richtig, richtig gutes Schweden-Album. Also von diesen ganzen Schweden-Göteborg-Sound denken wir jetzt eben an In Flames oder auch an Grotesk. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Der Schweden-Black-Metal hat noch so seinen eigenen Touch. Und ich würde schon bei diesem Album davon sprechen, in den 90ern ist das eins, das spielt weit oben mit. Passage de Vier. Was soll ich dazu sagen, wenn alle, die das jetzt hier angeklickt haben, das Video ohnehin wissen, worum es geht? Da kann ich jetzt auch kein spezielles Album rauspicken, weil dieses gesamte Konzept von Passage de Vier auf Winter aufbaut. Wenn ihr irgendwas an die Hand braucht, dann hört in Kristall und Isa rein. Das war mein Einstieg. 1998, keiner hat was von Passage de Vier gehört. Plötzlich war er da, hat 7 Demos auf den Markt geschmissen. Ging erst so, ja. Plötzlich ein Riesenknall und ein Hype sondergleichen, der sich bis heute fortführt. Dark Space ist ein anderes Projekt, da geht es mehr um Weltraum. Auch nochmal ein schönes Thema. Und Passage de Vier selber, Schweizer Projekt. Ja, das hat, also der Typ hat es geschafft, einen Sound zu kreieren, den ihr, wenn ihr euch jetzt ein Album von ihm anhört, drauf habt. Und damit kann er im Grunde genommen jetzt machen, was er will. Also er, wenn er diese Soundeinstellung einfach gespeichert hat, hat man irgendwann gesagt, er könnte Nevermind the Bollocks von den Sex Pistols covern und das Ding wäre ein astreiner. Komm. Wer jetzt mit Passage de Vier sehr gut klarkommt, der sollte nochmal in Nordlicht mit dem Album Nebelmeer reinhören. Das ist auch ein Schweizer, hat auch nur dieses eine Album und ein Split mit Passage de Vier rausgebracht, ist eigentlich eine sehr ähnliche Sache. Noch ein bisschen rauer, würde ich sagen, aber grundsätzlich vom Prinzip eigentlich die gleiche Schublade. Covenant, In Times Before the Light, 1997. Kinders, das ist Black-Metal-Geschichte. Das ist eine Spielart von Black-Metal aus den 90ern, die das ganze Genre im Grunde genommen nochmal ganz neu geprägt haben. Dazu gehören auch Alben wie von Troll, Drepte Christne. Das sind dünne Gitarren, ein unglaublich dominantes Keyboard. Das Ganze komplett verwaschen mit einem Schneesturmgekeife. Symphonischer Black Metal, melodischer. Das. Alter, das! Ich spreche die ganze Zeit von Black Metal und von Eis und Schnee und mit keiner Silbe wurde bisher Immortal genannt. Battles in the North. Man mag von Immortal halten, was man will. Ich halte sehr viel von denen, weil ich über das, naja, ich sag mal, Gekasper von ABBA heutzutage hinwegsehen kann, weil die Jungs haben es immer geschafft, auch als sie dann irgendwann auf Nuclear Blast waren, immer noch großartige, geile Alben rauszubringen.
ja, mag das Cover-Artwork, die ganze Geschichte ein bisschen trüben jetzt hier von Battles in the North. Das ist auch nicht die erste Wahl, glaube ich, gewesen. Warum sie jetzt das genommen haben, weiß auch keiner. Battles in the North, das ist im Grunde genommen, ist das, ja, Covenant in Times Before the Light ohne Keyboard. Abbath hat da übrigens Schlagzeug gespielt. Sag ich nur deshalb, weil ganz bekannt ist natürlich die Videokassette, die da rausgekommen ist. Das war ungefähr zeitgleich mit Mother North von Satyricon. Das war früher irgendwie scheinbar kurze Zeit echt so ein Ding, eine VHS rauszubringen, wo einfach nur zwei Songs drauf gewesen sind. So, Battles in the North. Das ist, also dieser Sound, der ist nochmal was ganz anderes als alles, was ich jetzt vorher hier beschrieben habe. Das ist auch kein top produzierter, das ist als ob du mit einer Rasierklinge, als ob du draußen die ganze Nacht durchmachst, vollkommen erfroren morgens dastehst und dir einfach irgendwie mit einer Rasierklinge nochmal komplett einmal eine reinzimmerst. So dieses Gefühl hat das Ganze. So, Pure Holocaust ist groß, aber Battles in the North ist kälter. Kommen wir mal zu so einem Album. Das liegt mir so ganz besonders am Herzen, auch weil ich das schon so lange habe. Das ist Arcturus mit Asperahirm Symphonia. Wo jetzt Immortal mit Blaschirk, ja gut, Blaschirk ist ja der absolute Hit von Immortal und halt auf diesem Album drauf, auf der Battles in the North, wo die halt schneidend kalt und brutal sind, da ist Asperahirm Symphonia einfach schön. So, also ich weiß nicht, ob das jetzt besser passen würde, wenn man wie gesagt, ich verrate jetzt schon jede Sendung so ein paar Sachen, die jetzt demnächst noch kommen. Weltraum-Black Metal, Blick in die Sterne, in den dunklen Nachthimmel, ob das nicht vielleicht noch besser passen würde. Aber ich habe von Covenant, von In Times Before the Light gesprochen, ich habe von Troll, von Drep de Christle gesprochen. Und dieses Album, das ist einfach nochmal so in einer Linie mit diesen anderen Alben. Ne? Und deshalb nenne ich es, und das ist einfach... Hört einfach rein, es fängt gleich, du kannst es einfach anmachen und es geht sofort los. Kein blödes Intro oder sonst irgendwas, das geht gleich los und ist einfach nur gut. Ja, die nächste Band, die ist so verkauft worden als so die schwedischen Emperor. Es geht um Citerial und das Album Nord. Und auch wenn das eine große Ehre sein mag, auch gerade zu der Zeit jetzt hier, wann war das? Ja, gut, 96, ich weiß gar nicht, warum ich hier einen Spickzettel habe. Wenn das natürlich eine große Ehre ist, mit Emperor verglichen zu werden, auch wenn das natürlich die Mail-Order und Labels benutzt haben, das Verkaufsargument, auch wenn das eine große Ehre ist, wird es dem Ganzen nicht gerecht, weil es hat einfach ganz eigene Melodien. Es hat, ja, Schweden-Black Metal sowieso, das ist ja einfach nochmal was anderes. Ich finde, man kann schon sagen, es hat so seine Parallelen mit Emperor. Es ist sehr schnell, es fährt die Schiene Blastbeats. Es geht einfach, es ist rasend schneller Black Metal mit tollen Melodien, der aber auch so ein bisschen die alte Dark Funeral-Nummer so bedient. Ne? Also gut, Landsmänner ist dann ganz klar. Citerial Nord, also das war früher wirklich so das Album, das musste man im Schrank haben. So, ne? Jetzt habe ich so viel über Norweger und Schweden gesprochen. Gut, Schweizer waren jetzt auch mit dabei. Gehen wir mal nach Deutschland. Ich weiß ganz genau, dass ihr nachher wieder eine ganze Menge Alben hier posten werdet. Aber ich habe mir 15 Alben rausgesucht. Und ich denke, es bringt nichts, jetzt noch großartig viel mehr zu listen und einfach nur aufzuzählen. Hauptsache, es wurde genannt. Ich habe 15 Alben, über die ich ein bisschen was erzählen möchte. Und für alles Weitere, wo ihr jetzt denkt, so, Alter,
wenn du über dieses Thema sprichst, dann gehört das und das aber auch noch mit dazu. Listet das, freue ich mich drüber. Manchmal höre ich rein. Ich weiß, hab nicht viel Zeit zum Reinhören mittlerweile. Wissen gerade die, die versuchen mir halt ihre eigenen Demos so gerade so unterzujubeln. Ne? Kommen wir zum Thema. Deutschland, Thüringen, Mosaik mit dem Album Old Man's Winter. Das ist 2014 rausgekommen und dann 2017 nochmal wieder veröffentlicht worden mit 3 Bonussongs auf Eisenwald. Und was dieses Album ausmacht, was ja in der Komplettversion jetzt hier, glaube ich, 70 Minuten geht, das ist auch ganz klar die Atmosphäre. Da geht es viel um Soundcollagen und zwar solche Art von Soundcollagen, die mich irgendwie daran erinnern, und das ist absolut positiv gemeint, auch wenn der Vergleich jetzt ein bisschen merkwürdig klingt, Tomb Raider. Und zwar dieser eine PS3, die eine PS3-Folge, wo es um Yamatai hier geht, also so mit so Japan-Kontext. Diese Geräuschkulissen aus dem Computerspiel passen sehr gut zu diesem zum Old Man's Winter plus Schneegerassel und so weiter. Es ist auch ein Album, wo man nicht wegen einzelnen Songs anmacht, sondern das hört man von Anfang bis Ende durch. Mit Sprachpassagen, die ganz, auf dem ersten Höreindruck ungewohnt, merkwürdig klingen, aber so richtig gut passen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Old Man's Winter, dann will ich jetzt auch nicht zu weit gehen, hier jetzt eine Analyse zu starten, metaphorisch zum Älterwerden und Winter und alter Mann und so weiter. Hört rein, gutes Ding. Eine Band bzw. ein Projekt, was letzte Woche auch genannt worden ist, wo gesagt worden ist, das würde gut passen, das ist Winterreget bzw. das ist Winterreget. Das ist ein Soloprojekt und aus Deutschland. Der Kollege, der macht zum einen viel Ambient, viel Dark Ambient, aber auch Black Metal. Hat jetzt zwischen 2000 und 2016 so einen irren Output gehabt. Das habe ich jetzt auch nicht nachgezählt, aber könnt ihr bei Metal Archives mal gucken, da seid ihr am Scrollen. Viele EPs, Splits, Alben und so weiter. Teilweise in Kleinstauflagen. Und was dieses Projekt interessant macht, ist die Atmosphäre, ganz klar, wie er ganz häufig übrigens solche Wintergeschichten umsetzt. Auch sonst im Dark Ambient, auch manchmal einfach nur düstere, in diesem Fall Winterschatten, wo Ancient Wisdom for Snow Covered the Northland, wo man da immer noch von einer vernünftigen Produktion, aber sehr atmosphärebewusst sprechen kann, ist es hier so, dass der Black Metal sehr dünn ist. Also durchaus auch passend. Es ist einfach nur, es geht schon fast, obwohl halt Gitarren und Schlagzeug benutzt werden, hat es schon fast mehr ein Gefühl von Ambient, der dann natürlich übergeht in die reinen synthetischen Sounds. Es ist ein Album, das hört man nicht wegen einzelnen Songs, sondern das lässt man von Anfang bis Ende durchlaufen und das hat auch seine Momente, ist aber eher eine ganz klare atmosphärische Geschichte und keine songbezogene. Und für die, ja, die jetzt schon ein bisschen länger so auch in der Trader-Szene unterwegs sind, werden wissen, du brauchst teilweise, glaube ich, nie irgendwie Winterreget gekauft zu haben. Du hast es einfach, weil der so viel rausgebracht hat und irgendwer hat dir immer irgendwie was von ihm dann noch zugeschickt, weil du irgendwas zu Hause so hattest, ne? So, eine Band nenne ich jetzt doppelt, einfach weil sie es verdient hat. Ich habe letzte Woche Curse of Mankind Forgotten Woods genannt. Ich nenne diese Woche, deshalb auch nur kurz und bündig, As the Wolf Scather von Forgotten Woods. Das Cover Artwork sagt alles. Ich habe letzte Woche schon genug dazu gesagt. Das ist... Komm, reinhören. Ich habe die Frage auch auf Facebook gestellt. Ich weiß nicht, was 1996 los war. Mit Sicherheit ist auch 95 und 97 und mit Sicherheit ist auch 2003 eine ganze Menge rausgekommen. Aber diese Flut und auch bei meiner Recherche, wie oft ich geguckt habe, Album, 1996, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, was da in Skandinavien los war. Ob die ganzen Kiddies, die da, ob die Hausarrest gehabt bekommen haben, wegen all dem, was sie davor angestellt haben und denen dann nichts anderes übrig blieb, als Alben zu schreiben. Ich weiß das nicht. Iswind, Dark Water Style, 1996, galt damals so als das Beste, was wie Darkthrone klingt. Also großartig. Also das Darkthrone beeinflusster Black Metal, rau, ungeschliffen, geht einfach
geht vollkommen klar. Bei 15 Alben hat man dann auch irgendwann mal den Kopf voll. Hört rein und damit ist jetzt hier auch Feierabend. Das Album der Woche, diese Woche, von Qvist, vor Kunst und Mal wie ewig Wieke. Warum? Weil es ein verdammter Klassiker ist. Hört einfach rein. Ich wollte es eigentlich mit in diese Show reinnehmen, passte thematisch dann allerdings auch nicht wirklich. Sawhin hatte ich jetzt noch mit reingenommen, weil ich dieses Album aber nennen wollte, weil ich es in den letzten Tagen wieder unendlich oft gehört habe. Qvist, reinhören. Ja, das ist jetzt schon ein paar Monate her, wo ihr gefragt habt, so Ernie, wie sieht denn das mal aus mit Merch? Macht da doch mal was, so Patches oder sowas. Ja, wo ich Bands natürlich immer sage, Kinders, macht Merch, das ist das, damit kommt die Kohle rein. Damit könnt ihr euch Sachen wie Studio noch ein bisschen mitfinanzieren und solche Sachen. Aber was machst du denn da für einen YouTube-Kanal? Mir fiel nichts ein, deshalb ist da auch einfach wochenlang nichts passiert. Jetzt kommt ein bisschen was. Richtiger schöne Welle so, ne? Aber was ganz toll war, da war ein gewisser Hauke, der schrieb mich an und fragte so, ob er mal meine Adresse haben könne. Er wollte mir was schicken. Er hat mir meine Adresse gegeben, ein paar Tage später hatte ich einen Umschlag im Briefkasten. War aufgemacht und nicht schlecht gestaunt so. Ihr habt das einmal in der Wie viel Humor kann Metal Show schon vorne gesehen, habe ich einen hingelegt. Da hat er mir zwei Patches geschickt so und sagte, ja hier, bitteschön, so ich mach da gerade so ein bisschen selber und probiere mich da aus und wenn du damit was anfangen kannst, ist ja toll. Ja, und ich war so begeistert und habe ihm gesagt, so komm, weißt du was, du machst die ganzen Dinger ein bisschen kleiner, so ich sag mal 10 cm Durchmesser, dass du da so ein Gerät hier hast und dann machen wir doch mal ein paar davon. Ja, so, ich habe jetzt ein paar Patches hier im Angebot, kommt die nächsten Wochen noch ein bisschen was anderes an Merch, jetzt habe ich da so ein paar von etwas schwachsinnig bis hin zu... Ja, noch schwachsinniger, aber dazu kommen wir dann später. Hugo Prince, so heißt der Kollege, der das hier gemacht hat. Ihr könnt die ganzen Sachen hier bei mir bestellen. Macht krachmogger.tv@gmx.de, 4 Euro plus Porto, sag ich mal. Banküberweisung, PayPal und so weiter. So, alle, die jetzt hier rumätzen, Müll und so weiter, bla bla bla. Fickt euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche.